die aus nah und fern sich dieser Stadt verbunden fühlen, im Wissen, dass ein Kultur- und Gartensommer euch hier zur großen Freude wird. Ein wohltreffliches Schlossfest ist der Lohn eurer Reise. Ein Fest, das verkündet, wie es geschah, seit 150 Jahren, das Leben am Hofe bis hin zur heutigen Stunde. So seht nun dies schöne Spiel aus Licht und Glanz und seid willkommen zur Zorn im Meer. Packen wir die Wände, wa? Ha? Ja, bitte. Schickst du mir das nachher? Ja, da gibt es irgendwas. Ja, du wieder hier, ja, Olande. Thank you.
einmal 100 Jahre her, da etwas spätabends, kurz vor der vorangehenden Wintersonnenwende und dem Lichterfest der Christen, ein volles Horns das Schloss. Warum es gerade in einem der Elisabethzimmer ausbrach, bevor es, angefacht von einer steifen Nordwestbrise, sich in den goldenen Saal und mit der Haupttreppe bis in die Obergeschosse des Schlossgartenflügels hindurchfraß, das muss nach dem verheerenden Brand keiner mehr zu sagen. Thank you.
trat sein Erstgeborener als Friedrich Franz II. Die Würde des Großherzogs an. Und auch die des Schlossbauherren. Klüger und noch kühner als sein Vater stoppte er die Fundamentarbeiten auf dem alten Garten. Er träumte von einer wirklichen Rückkehr auf den alten Familiensitz, auf die Hochinsel. Dort wollte er das Bewährte erhalten und durch Modernes ergänzen. Das hieß damals, nach dem Sturz des Königs in Frankreich und der Wiederkehr der Fürsten an die Macht, auch die heile Welt der Monarchie im alten Glanz wieder zu errichten. Seine Baumeister sandte er dafür durch ganz Europa. Und entlang der Loire wurden sie gleich mehrmals fündig. Thank you.
Denn nach Mandelende war unsere Linie sogar fast zwei Jahrhunderte von dieser Burginsel verbannt. Hier herrschten damals die Grafen von Schwerin, die auf den Trümmern unserer Grenzfestung eine neue Burg errichteten und mit den Bischöfen, die an ihrem Dom bauten, um die Oberhoheit in der Stadt stritten. Erst mein sechsfacher Urenkel Albrecht II. Wollte, frisch in den Herzogstand erhoben, hier wieder residieren. Jahrelang belagerte er Stadt und Burg, erfolglos, bis sie ihm für 20.000 Mark Silber in die Hände fiel, die er am Ende nicht mal voll bezahlte. Auf Märkten im Schutze der Burg
trafen sich Amotriten, Lutizien, Zizipanen, Kessiner und Varier, Kulaben und Sachsen, Franken, Friesen, Angeln, Dänen und Schweden. Manch einen auch aus ferneren Ländern. 100 Jahre früher sollte da ein Händler aus Spanien hier gewesen sein. Die einen sagen, ein gelehrter Araber, die anderen ein gelehrter Jude. Vielleicht haben beide recht. Er hat dem deutschen Kaiser von seiner Reise ins Reich des Nachkommen berichtet. Damals war die erste Burg, nur halb so groß wie meine später, noch im Bau, an diesen wildreichen Ufern, die mein Volk Suarin, also Tiergarten, nannte. Hätte er nur geschrieben. Ahnte er, dass er unter den Sachsen die Gier auf unser Land wehrte? Aber hätte er geschrieben, so hätte ein anderer geredet. Mit ihm konnten wir handeln, mit den Sachsen am Ende nur kämpfen. Am Hofe erzählte er von einem Palisadenring über einem Erdwall auf einer Insel, verbunden mit dem Festland durch einen langen Holzsteg, inmitten eines Sees umgeben von Sumpf und Wald. Mit dieser Nachricht war unser Ende bereits besiegelt, bevor ich überhaupt auf die Welt kam. Denn die Schiffe der Sachsen waren übervoll und ihr Land verteilt. Als ich das sah, wusste ich, meine Generation war hineingeboren in eine Schlinge, die sich immer enger um uns schloss und auf der es nur einen Ausweg gab. Und das auch nur für jene, die die Falle erkannten. Und so begründete mein Blut das fast 900
Und gedenkt der Worte Nikolaus.